Und weiter geht's. Wir haben die Waffe bekommen. Ich hoffe, sie glitscht diesmal nicht. Das hat einen nice Zoom. Ah, ist das die rote Augenlaserwaffe? Oh! Okay, die wird dann nachher wieder ausgetauscht. Die wird dann nachher wieder ausgetauscht. Ich erinnere mich. Ja, sie ist stark, aber verdammt, die Augenlaser sind anstrengend. Wen haben wir hier? Ich habe Vetra und Drag mit. Dann waren wir doch schon mal drin. Ich kann näher einparken. Team, ich brauche Parkhilfe. Danke. Gute Arbeit. Und noch eine Überraschung. Noch eine Überraschung. Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand. Vanguard Charge! Oh yeah. Ich glaube, ich weiß jetzt schon. Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relic-Tech finden? Ich glaube, mein restliches Let's Play wird Vanguard Charged. Ich stehe auf Vanguard Charging. Ich glaube, wenn ich so hoch in der Luft machen kann. Verdammt cool. Das führt mich wahrscheinlich noch zu drei anderen Orten. Moment. Ich habe hier einen offenen Com-Kanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal solltest du dir besser ganz sicher sein, Jennings. Wenn du Schiss hast, kannst du dich gerne hinter den vier Riesen verstecken. Ich habe zu arbeiten. Verdammt! Wir müssen sie finden, bevor... Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Es sind so viele. In Ordnung. Schicken Sie mir Ihre Daten. Oh. Wo? Wo? Wo ist die Leiche? Behälter. Wo ist die Leiche? Seht ihr eine Leiche? Hier! Verdammt! War die weit entfernt. Das sind mehrere. Das sind ja mehrere. Pavlov, Emira S. Verstanden. Danke, Ryder. Oh, okay. Okay. Was sagt Karte? Natürlich würden die mich wieder irgendwo hin. Bastards. Bastards. Das ist das, was mich am meisten. Oh, sorry. Am meisten stört. In diesem Spiel. Dass sie mich einfach irgendwo jedes Mal hinführen. Hast du. Ihr kinetischer Diffusor wird in einer Woche ausfallen. Wenn Sie Glück haben, in zwei. Da irren Sie sich. Ich habe ihn gerade erst ausgetauscht. Dann sollten Sie Ihrem Lieferanten eine verpassen. Mir ist mal einer während eines Abwurfs ausgefallen. Seitdem kenne ich die Anzeichen. Ich habe ja einen Timer. Ups. Ich habe mir extra Zeit gelassen. Helfen Sie uns, bitte! Ja, ausnahmsweise. Yeah! Vanguard Charge, baby! Nice! Ich liebe Vanguard Charges! Lass mich doch reden. Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ist Ihr Experiment mit den Relikten etwas schiefgegangen? Okay, wer hat gequatscht? Kasparik? Ja, darauf wette ich. Diese Relikte könnten unsere Felder pflügen und uns vor den Cat beschützen. Sie kontrollieren sie doch auch. Also warum sollten wir es nicht tun? Weil ich eine superintelligente KI habe und genügend Erfahrung mit den Relikten, um vorsichtig zu sein. Jennings, das hier funktioniert nicht. Wir haben es versucht. Ach, na schön.
Aber sie können uns nicht immer beschützen, Pathfinder. Wir brauchen hier draußen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Okay, wir sind fertig mit diesem Planeten. Zeit für diese Mission. Oh, da gibt es so viel Kleinkram auf dieser Map. Ich habe EOS nie wirklich fertig gespielt. EOS ist nicht meine Map. Alle anderen gefallen mir viel besser. EOS ist ganz unten auf der Liste. Komisch, dass das genau die erste Map ist. Hey, Controller, krieg dich ein. Dass die erste Map ist, wo sie dich wirklich hinschicken. Ah, cool, das erste wäre viel cooler gewesen. Sind im Steigflug. Okay, cool. Danke. Ich glaube, ich brauche mit niemandem mehr reden. Auf die Crew. Alles andere machen wir danach. Wir holen uns jetzt die Hauptmission. Direkt rein und weiter. Willkommen zurück, Captain. Ja. Ich empfange etwas. Ist mir egal. Sowas von. Wir müssen Moschei retten. Moschei. Verdammt, hätte ich fast einen freudigen Versprecher gehabt. Oh, meine Augen. Oh. Zurück nach Volt. Don't do it. You're making me blind. Anomalie auf den Sensoren. Beginne mit dem Anflug. Ah, zuerst müssen wir mal 20. Volt Orbit ist stabil. Ja. Jetzt müssen wir mal 10.000 verschiedene Planeten anklicken. Ich habe die Waffe nicht ausprobiert. Ich werde sie trotzdem auswechseln. Ich weiß, dass die Augenlaser, dass sie zu intensiv für die Augen ist, die Waffe. Da hatten wir schon einen langen Lauf. Leichter Schaft, passt schon. Team! Ich weiß, dass Yar sehr wichtig ist in dieser Mission. Also nehmen wir Bibi und Drake mit. Ja. Nähern uns der LZ. Springen. Oh, da ist mein Himmel. Oh. Yes. Okay. Jetzt müssen wir wohin genau? Schießt sich die andere Waffe. Ja, ich hasse, dass Waffenwechseln auf vier Gruppen ist. Okay, wie ein kleiner Piu-Piu-Piu-Laser. Minus 30 Grad, angenehm. Ah, okay. Zurück in die Hauptbasis. Wie es ausschaut. Gebt mir Cutscenes. Ich will nicht so viel reden heute. Ich habe schon genug geredet. Wir empfangen ein schwaches Signal. Könnte es von einem verbündeten Schiff stammen? Es stimmt mit dem Transpondercode des Asari-Forschungsschiffs Perifona überein. Ist das nicht das Schiff, nach dem Sie und Cora suchen? Ja, und es könnte ganz in der Nähe sein. Oh, verstehe. Machen wir später. Was wollte ich sagen? Ich habe heute mein Star Wars Let's Play fertig gespielt. Was eigentlich dann noch ziemlich schnell zu Ende ging. War ein kurzes Spiel, das kann man hier nicht erwarten. Dieses Spiel kann man ewig lang spielen, überhaupt wenn man alle Nebenmissionen macht. Aber die sind so repetitive. Wow, ich frage mich, wie das wohl funktioniert. Denken Sie, die haben Relic-Tech eingesetzt? Du schickst mich hin, Karte. Auf zu. Dich auszuhängen, Controller, verdammt. Nein, ich kann nicht mit jedem reden. Du, kann ich nicht looten. Warte, verdammt, wo renne ich gerade hin? Ich weiß gar nicht, ob das mich in die richtige Richtung führt. Selbst verwirrt es mich nur. Sag nicht, dass ich jetzt wieder rausrenne. Unabsichtlich.
Ah, verdammt. Nicht richtig. Oder ist das wieder der falsche Weg? Verdammt. Verdammt, Spiel. Was willst du von mir jetzt? Was willst du von mir? Okay, nochmal. Ich wusste ja, das verarscht mich. Ah. Okay, wir müssen den Weg hier durchfinden. Das sieht gut aus, die Network, Herr. Alles in Ordnung. Ich habe mir die Kiste. Da drin gar keine Musik hören, keine angarische. Ja, es gibt so viel zu tun. Oh, Nickel. Nein, Delta. Sind wir hier jetzt mal richtig? Wir brauchen irgendein Stimulanz. Ich habe Kichari und Summer. Alles andere ist uns ausgegangen. Ein Händler. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, passt. Das sieht nach medizinischen Vorräten aus. Ich sollte besser die Finger davon lassen. Wir klauen eine andere Loot, gell? Ich bin überfordert, den Weg zu finden. Verdammt nochmal. Und hier sind wir gekommen. Wo führst du mich hin, Karte? Na schön, machen Sie nur. Schalten Sie es an. Okay, jetzt kann ich die Mission dann annehmen. Oh, so viel zum Rennen. Sind Sie der Pathfinder, von dem Ephra gesprochen hat? Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen soll, um hoffentlich die Moschei zu retten. Ich bin Ihr Pilot. Die Kett-Einrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Verlieren wir keine Zeit. Sie können mich im Shuttle über alles informieren. Okay. Alle einsteigen. Also muss ich Charlie mitnehmen. Ha. Und Charlie und Bibi. Sie zwicken mir ihn auf. Ist okay, ist okay. Backup. Lebenserhaltung, das ist wichtiger. Soverpack. Brand nehmen wir mit. Passt, passt, passt. Ich höre jemanden atmen. Also, niemand hat je einen dieser Orte von innen gesehen. Wirklich? Niemand, der davon erzählen könnte. Kein Gefangener, der hineingebracht wurde, ist wieder zurückgekehrt. Sie sind die Verschwundenen. Oh, wie geheimnisvoll. Niemand ist je entkommen? Wir haben schon Arbeitslager der Kett befreit, aber noch nie eine dieser Einrichtungen. Natürlich haben wir es versucht, aber es hat uns viele Kämpfer gekostet. Der Preis war zu hoch. Ich stelle mir gern vor, dass die Kett wichtige Angara von hier in ihren Heimatcluster bringen. Wie bitte? Als Sklaven? Ja, vermutlich. Der Tod ist besser. Jaw, wir dürfen nicht verzweifeln. Wir müssen weiter hoffen. Deshalb kämpfen sie. Deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir glücklich, Teil dieser Mission zu sein. Wir sind da. Lasst uns die Sache schnell durchziehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Sobald wir durch den Schild sind, gehen sie voran. Wir suchen Moschei Sepha. Und wir sollten alle vorsichtig sein, okay? Aber Pathfinder, niemand schließt sich dem Widerstand an, um vorsichtig zu sein. Oh, es war ein Befehl, okay. Funken Sie mich an, wenn Sie abholbereit sind. Hauptmission Time. Oh, wissen wir haben ein ganzes Team. Was genau uns erwartet? Keine Ahnung. Bleiben Sie in der Nähe und erregen Sie keine Aufmerksamkeit, solange es sich vermeiden lässt. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir diesen Schild deaktivieren. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Unseren Informationen zufolge gibt es einen Systemknoten, den wir hacken können. Er ist an einem Interface-Punkt irgendwo in der Nähe.
Skelf ist unsere beste Cat-Hackerin. Loot. Cat-Regierung. Angaranisches Schilddeaktivierungsprogramm ausführen. Verstanden. Ich aktiviere meinen Prozessbeschleuniger. Bitte warten. Bitte warten. Bring mich vor unseren neuen Freunden bitte nicht in Verlegenheit. Ich habe eine kleine Lücke im Schild erzeugt. Ja, es hat funktioniert. Oh. Noch haben wir unser Ziel nicht erreicht, aber das werden wir. Sterben wir nicht alle? Lockjaw. Kämpfen die da drüben schon? Achtung, Catbestien! Die mag ich am liebsten! Aha, die fressen dich hier schon auf. Okay. Sam, wenn wir aufbrechen, will ich alles über diesen Ort wissen. Verstanden, Pathfinder. Okay, gehen wir. Owen, Skelp, mir nach. Der atmet schwer. Warten wir noch, bis wir unsere Singularität haben. Dann machen wir einen fetten Angriff rein. Oh, siehst du das auch, Hecht? Ja, unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Ich wette, das geht diesen Kerl genauso. There we go. Vanguard Charge ist einfach cool. Ich habe diese Orte so oft von außen angestarrt. Unglaublich, dass wir reingekommen sind. Die Sachen unserer Leute sind hier. Verlassen. Von der... Okay, sammeln! Ich fürchte, spätestens jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Sie haben die größte Chance, Moschai Sephar zu finden. Wir greifen frontal an und sorgen für Ablenkung. Guter Plan. Das wird lustig. Warum haben wir Avengers? Wir gehen da lang. Und treten die Vordertür ein. Halten Sie Funkkontakt. Und viel Glück. Oh. Wir rennen mit Avengers herum. Sie werden Können sterben. Sie genug Unruhe stiften, um die Cat von uns abzulenken? Auf jeden Fall. Pathfinder, das Programm, mit dem ich den Schild durchbrochen habe, könnte ihn offenbar auch überladen und diese Einrichtung zerstören. Der Impuls hätte allerdings tödliche Auswirkungen auf die angaranische Physiologie. Das ist nicht gerade ideal. Nennen wir es einen letzten Ausweg. Wir machen es. Wow, Sam, was ist das? Ein Dekontaminationsprotokoll. Die Kammer wird sich erst öffnen, wenn es abgeschlossen ist. Wir sind also gefangen. Ich hasse das. Wird vermerkt. Können Aha. wir das Fenster einschlagen? Nein, die Versiegelung ist undurchdringlich. Warum rennen wir da hinein, Sam? Wozu brauchen die eine Dekontamination? Gute Frage. Ja, und die Antwort wird uns vermutlich nicht gefallen. Ich tippe auf Keimphobie. Mhm. Angst vor Covid. Pathfinder, bitte komm. Wie sieht's aus? Wir wurden noch nicht entdeckt, aber wir können von unserem Versteck aus einige unserer Leute sehen. Wir sind offenbar in einem Bereich nur für Cat. Noch keine Spur von der Moschai. Verstanden. Wir beraten gerade über unseren nächsten Schritt. Wir melden uns wieder. Okay. Lass uns reinkrachen. Ich habe alle meine Sachen aufgeladen. Na schön, schalten wir sie aus, ohne allzu viel Lärm zu verursachen. So viele sind es ja nicht. Nicht so viel Lärm verursachen, sagt er. Sehr schön. Ich seh's. Was? Was ist
das? Willkommen, ihr Glücklichen. Tretet vor. Ihr erfüllt mich mit Demut, denn ihr seid erwählt. Erwählt durch den Archon. Erwählt für den Aufstieg. Erwählt für den Aufstieg. Was? Wieso wehren Sie sich nicht? Das ist irgendein durchgeknallter Kult. Diese Angara scheinen in einer Art Trance zu sein. Ich kenne die Moschei. Sie ist nicht da unten. Aber vielleicht in einer dieser Kapseln. Sie könnte überall sein. Sie wollten eine Ablenkung? Na, dann ändern wir mal den Plan. Das kann nicht sein. Archon. Was willst du? Ein Angriff. Ich verteidige den Tempel. Arthur, ist die Moschei unter ihnen? Nein, es erwartet den endgültigen Aufstieg. Dann erledige das und bring es zu mir. Endgültiger Aufstieg? Wieso endgültig? Was haben Sie vor? Wir müssen die Angara retten. Ja. Wir werden tun, was wir können. Danke. Das ist nicht der Plan. Jetzt schon. Los jetzt. Folgen wir diesen Kapseln. Problem mit Bibi? Das kann nicht stimmen. Sie hat sie die Erwählten genannt. Ja, aber wofür sind sie erwählt? Joel, sie können doch nicht freiwillig hier sein, oder? Nein, natürlich nicht. Ach, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Was auch immer es ist, wir müssen die Moschei da rausholen. Blut. Enzym Ampullen. Sound hier. Hey, der Widerstand scheint richtig Spaß zu haben. Was? Bitte komm, Pathfinder. Ich höre. Wir haben Commander Dosier kontaktiert. Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen auch Wissenschaftler schicken und Techniker. Wir müssen so viele Informationen wie möglich sammeln. Verstanden. Jarl, unser Einsatzziel ist weiterhin die Moschei. Natürlich. Dennoch dürfen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Surprise! Oh yeah. Where's the dude? There it is. Da sind die Kapseln! Über uns! Sie werden hinter diese Wand befördert. Es muss noch einen anderen Weg hineingeben. Wir könnten ja diese Kerle hier fragen. Wer übernimmt das? Ich. Bibi? Keine Zeit! Ich muss schießen! Das schaut doch ziemlich relaxed aus. Ah. Angenehmer Tod. Ist auch schott. Nur weiter schießen, Devin, nur weiter schießen. Alles okay bei Ihnen? Bisher schon. Wir haben die Hauptkammer hinter uns gelassen und dringen weiter vor. Dieser Ort ist verrückt. Was sehen Sie? Es ist wie... Ich weiß nicht, eine... bizarre Kirche? Ach, total merkwürdig. Wir haben einen Raum voller Gefangener gefunden, die in Trance versetzt wurden oder sowas. Wir konnten sie nicht zu einer Evakuierung überreden, also mussten wir sie zurücklassen. Was willst du schon wieder scannen? Sam, hast du schon rausgefunden, wie hier alles funktioniert? Ich mache Fortschritte, Pathfinder. Allerdings hatten die Angara keinerlei Informationen über diese Einrichtung. Soll ich meine Prioritäten ändern? Sind sie in Gefahr? Wir sind doch ständig in Gefahr, Sam. Ja, ist cool. Ich schätze, hierdurch geht's zum Kern. Einmal wieder keinen Nahkampfangriff machen. Okay, jetzt will er. Ah, oh, die Shotgun. Ich liebe sie. Oh, Bossfight. So viele Kapseln. Oh nein. Joel.
versuchen sie zu scannen. Wer sind die alle? Du schon. Weibliche Angara, gesund. 176 cm groß. Bisher keine Entbindung. Niemand hier entspricht ihrer Beschreibung. Ryder, wenn Sie eine Konsole finden, werde ich versuchen, darauf zuzugreifen. Lass mich mal scannen, Junge. Okay, Konsole. Ich sehe. Okay, Cat Terminal. Wollen wir doch mal sehen, was du hier drin versteckst. Sam? Suche wird durchgeführt. Die Erwählten wurden nach genetischen Daten erfasst. Beeil dich bitte! Ich arbeite mit Höchstgeschwindigkeit daran, Informationen in einer fremden Sprache und Technologie mit angaranischen Datenbanken abzugleichen. Keine Ausreden! Hier, aber ihre Kapsel wurde vor wenigen Augenblicken weitergeleitet. Oh oh, und wohin? Die Kapseln werden von hier in umliegende Räume befördert. Alles klar, gehen wir. Warum bin ich müde, verdammt. Pathfinder, bitte kommen. Ich höre. Unsere Verstärkung trifft ein. Wir gehen zurück und treffen uns mit ihnen. Wir haben eine Spur zur Moschal. Wir denken, sie lebt noch. Bei den Sternen. Bei den Sternen. Hier geht's weiter. Was ist hier drin dann? Blut? Was ist das für ein Raum? Der merkwürdigste, den wir bisher entdeckt haben. Findest echt du? Unheimlich. Schaut nach ein paar Forschungen aus. Und Essen. Enthält genetisches Material der Cat. Der Inhalt. Ich kann den Inhalt nicht bestimmen. Dafür bräuchte ich mehr Zeit und Ressourcen. Der Inhalt. Keine Ahnung. Danke, Sam. Gute Junge. Kapsel Jones. Noch ein Dekontaminations. Runter! Sam, kannst du irgendwas unternehmen? Arbeite dran. Yep. Überraschung. Nein, warten Sie! Verschonen Sie den Angara! Seien Sie vorsichtig! Töten Sie ihn nicht! Joel, er schießt auf uns! Tut mir leid, Joel. Wir werden diese Cat-Bastarde erledigen. Das verspreche ich Ihnen. Zeit zu sterben, ihr Mann! Die hätten wir. Okay. Geht's allen gut? Also, was zum Teufel war das? Okay, das war mehr als beschissen. Ich habe schon eine Menge Scheiße gesehen. Aber das hier ist einfach nur böse. Okay. Auf was schießen wir, Bibi? Auf Joel? Auf den Typen da? Bibi? Bibi spielt verrückt. Ja. Sie sind wir. Die Moschei.
scanne weiter nach ihr. Wie es aussieht, gibt es noch mehr Räume wie diesen. Wir müssen sie finden. Schnell. Sie sind wir. Ja. Wie viele habe ich getötet? Ich wusste es nicht, Ryder. Jaw. Die Schuld trifft allein die Cat. Das macht es nicht besser. Nein. Aber vielleicht stärkt es den Widerstand. Vielleicht. Ryder! Jaw! Schnell, sie ist hier! Beeilung! Sam, ich muss in diesen Raum! Die jetzt! Die Kontamination wird überbrückt. Sie hat die Moschei! Moschei Sefer, wir werden sie retten! Mhm. Oder auch nicht. Ich weiß doch, dass die Ziele sind. Das Spiel wieder ruhig. Weiter. Ist jetzt ein Elevator oder was? Goddammit. Goddammit. Ich brauch keinen Schlagtaster. Ich konnte am letzten Terminal auf die Pläne der Einrichtung zugreifen. Ihr wahrscheinlichstes Ziel ist die Shuttle-Rampe weiter oben. Ja, dann rauf da. Ist noch was hier? Ah ja. Da ist sie! Ich sehe sie! Sie wollen sie erschaffen! Halten Sie durch, Moschei Sefer! Wir werden sie befreien! Ich erinnere mich. Sie werden es nicht bekommen! Nein, Sie werden sie nicht bekommen! Ich treffe den Typen nicht. Mein eigener Aufstieg beschützt mich! Sie sind nur ein mangelhaftes Geschöpf. Oh, hey, Bro. Nope, please don't. Nope, Char. Meine Macht entspringt dem Geschenk des Archons. Ich werde nicht nachgeben. Habe ich Char retten können? Okay. Ich habe ihn retten können. Aufpassen mit diesem Ding. Wo ist es dann? Hier drüben. Dann fass ich dich. Der Bro ging gerade nirgends hin. Beschützt die Erwählte! Oh je. Hab ich's getroffen? Nein. Hier. Nirgends, wo ich hin kann. Verdammt. Richtiger Fighter mal dafür. Das ist dieses kleine Orb-Ding. Ich werde nicht nachgeben. Niemand hier wird nachgeben. Wo bist du?
Auf, naja. Ich brauche Moni und die Loot. Und die Loot. Da ist Moni, okay. Ah, der hat Leben, der Typ. Ist das sonst noch was? Wow! Jetzt lebt er wieder was. Ja, stimme dir zu. Schlau nochmal. Na, endlich. Oh. Hey. Was geht ab? Ich habe sie. Wir holen sie hier raus. Kein Gefangener der Cat ist je wieder zurückgekehrt. Dann sind Sie die Erste. Verschwinden wir von hier. Ich bin nicht allein hier. Sie haben die gesamte Zelle entführt. Ihre Werte sind nicht gut. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Oh, es bleibt hier. Es ist für den Archon bestimmt. Sie kommt mit uns. Moment, ich will wissen, warum der Archon... Arrogante Dummköpfe, es ist ein Geschenk und Sie verweigern es ihm? Sie verwandeln sie in Monster, die ihr Volk bekämpfen. Diese Erwählten erlangen eine Größe, die ihr Verständnis übersteigt. Ich war einst ebenso erbärmlich wie Sie, doch die DNA des Archons ist mit meiner verflochten. Seine Größe erhöht auch mich, so wie die Erwählten, so wie eines Tages auch sie. Zu schade, dass ich diesem Schwachsinn vorher ein Ende machen werde. Pathfinder, ich registriere mehrere Catkreuzer im Anflug. Sie alle erwartet der Aufstieg. Sam, hat dieses Horrorszenario auch einen Ausschalter? Ich kann das EM-Feld auf Ihren Befehl hin überladen. Sie hatten versprochen, unsere Leute zu befreien. Uns fehlt die Zeit, hunderte Kapseln zu öffnen und den Angara darin zu helfen. Hören Sie! Lassen Sie den Tempel unversehrt und ich werde die Kapseln der Erwählten öffnen. Nehmen Sie sie mit. Nur verschonen Sie diesen heiligen Ort. Nein, er muss zerstört werden. Selbst wenn ich hier sterbe. Wir zerstören ihn ein andermal. Jetzt müssen wir die Leute retten. Wenn ihr Plan scheitert, werden die Cat einfach weitermachen. Bei allem Respekt, unsere Leute sind hier, unsere Kämpfer, unsere Wissenschaftler, unsere Stärke! Na schön, lassen Sie die Angara frei. Notfallabriegelung einleiten. Lasst die Erwählten frei. Jor, der Widerstand soll so viele wie möglich rausholen, bevor die Cat eintreffen. In Ordnung. Und danke. Auch ich danke Ihnen. Wie ich sehe, erkennen Sie langsam... Nicht wirklich. Oh. Sie ausgezeichnet. Hat Schlimmeres verdient. Was war denn Sie? Es wird Zeit zu verschwinden. Warte, das war eine Sie? Ja.
Warum denke ich über die... Kommen die Cat. Ich nehme an, sie wollen ihre Moschei zurück. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werde ihnen helfen. Jetzt sterben alle. So wird das ausgehen. Nein. Schonen Sie Ihre Kräfte. Diese Entscheidung treffe ich. Jarl, Sie und Ihre Alien-Freunde sind regelrecht furchterregend. Was? Ich finde einen Weg für... Zu der Plattform da. Na, besser. Gute Idee. Bessere Position. Pathfinder, bitte kommen. Sie haben die Moschei. Hekt! Schaffen Sie unsere Leute raus. So viele wie möglich, bevor Verstärkung eintrifft. Mach ich. Aber wir sollten diesen Ort zerstören, solange wir hier sind. Oh, oh. Achtung! Unterstützung von den Gegnern ist unterwegs. Shuttle, bitte komm! Wir werden überrannt! Tut mir leid, ich kann unmöglich landen. Bringen Sie das Shuttle auf Höhe des Daches. Dann sehen wir weiter. Keine Sorge, wir haben Shotgun Power. Nein, Bibi! Oh, okay. Oh, gerettet. Nur mein Leben nicht. Ich kann das noch ewig weitermachen. Ewig. Okay, ausnahmsweise. Jarl, schaffen Sie sie ins Shuttle. Widerstandsteam, bitte komm. Ich höre Sie. Alles läuft gut. Bringen Sie Ihr Team raus, bevor die Kette eintritt. Kein Problem, wir schaffen das. Oh. Endlich mal ein guter Fight. Endlich mal, wo was abgeht. Fette Party. Der Streit tut mir leid. Was wir gesehen haben, war ein Schock. Ja, mein gebrochenes Herz wird niemals darüber hinwegkommen. Ja, nur mit Umarmungen, oder? Entschuldigen Sie uns, Lexi. Natürlich, aber überfordern Sie sie nicht. Sie ist noch immer ein wenig labil. Hat sie gerade gesagt, ich sei senil? Labil. Jarl sagt, sie wären ein Pathfinder aus der Milchstraße. Können wir uns unterhalten? Ach, jetzt interessiert es Sie also, was ich zu sagen habe. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, und ich stehe dazu. Dann verstehen Sie auch, wenn für mich die Zeit gekommen ist, das zu tun, was ich für richtig halte. Also diese Einrichtung, welchem Zweck dient das alles? Sie nennen es den Aufstieg und Sie betrachten es als ein großes Geschenk für diejenigen, an denen Sie ihn durchführen. Als Geschenk? Sie entführen uns. Sie verderben und zerstören uns oder diejenigen, die wir lieben. Ich kann nicht... Es ist ein komplexes genetisches Konstrukt, ein Austausch von Merkmalen, mit dessen Hilfe die Cat ihre Spezies weiterentwickeln. Sie stehlen also Gene. Aber warum? Reproduktion. Dominanz. Tyrannei. Auslöschung. Ja, und doch brachte mich der Archon nicht auf sein Schiff, um mich zu verwandeln. Ich wurde gefoltert, bekam keinen Schlaf und wurde immer wieder zu ihm gebracht. Er zeigte mir Reliktech und schlug mich, wenn ich nichts sagte. Oh nein. Relikte, natürlich. Er ist besessen. Wie Sie. Ja, Jarl hat es mir erzählt. Sie wollen in Ayas Gewölbe.
Meine Leute sind so weit gereist. Ohne ein neues Zuhause werden wir sterben. Und diese Reliktgewölbe könnten der Schlüssel sein. Ein Schlüssel, der uns allen weiterhelfen könnte. Ich habe Mitgefühl mit anderen. Im Gegensatz zu Ihnen. Aber Gefühle dürfen der Wissenschaft nie im Weg stehen. Ich bringe sie hin. Danke. Ja. Danke, Moschei Sepha. Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworte ich sie Ihnen gerne, Pathfinder. Ah, ich glaube, wir haben Zeit zum Reden, oder? Was sagt die Zeit? 45 Minuten. Ja, da kriegen wir die Stunde gut voll mit Reden. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen, okay. Um wieder zu Kräften zu kommen. Lügnerin! Warte, was? Gesichtsreduktionsanlage? Kann ich mich zu Nasari machen? Nein, raus hier. Das könnte ich später mal ausprobieren. Oh, was ist jetzt los? Dann kriege ich einen fetten Ladebildschirm. Mir gefällt mein Rider vom Aussehen her. Der hat was Badassiges. Das Bodenständiges auch. Okay. Ich bin im Tech-Labor, Pathfinder. Ja, wir reden später. Schauen wir, wer hier noch ist. Drake müsste hier sein. Ich yes. Habe die Missionsbriefings gelesen. Das ist nicht gut, Ryder. Der Archon ist gefährlich. Ich kenne Typen wie ihn. Ja, er ist auf jeden Fall gefährlich. So gefährlich, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir bereit sind, es mit ihm aufzunehmen. Wir schalten ihn aus. Alles, was wir brauchen, ist ein Plan. So wie ich das sehe, denkt der Archon, er wüsste, was das Beste für uns ist. Das Problem ist, er kann es auch umsetzen. Dieser Aufstieg, den die Cat durchführen, er verwandelt die Leute in Sklaven. Und dasselbe kann er auch mit uns machen. Die Macht dazu hat er. Gegen jemanden wie ihn muss man schnell und hart zuschlagen. Ist der Anführer erstmal erledigt, sind die anderen kein Problem mehr. Ernsthaft, werfen Sie eine Nuklearbombe auf ihn. Sprengen Sie eine Sonne, wenn es sein muss. Und nehmen Sie die Kollateralschäden in Kauf. Ich hoffe, dazu kommt es nicht. Aber der Aufstieg ist vermutlich das schlimmere Schicksal. Ja, wenn wir ihn gewähren lassen, wird es niemanden mehr geben, den man noch retten könnte. Man kann bei solchen Typen keine halben Sachen machen. Das geht nie gut aus. Ach. Muss es denn wirklich in jeder Galaxie Despoten geben? Als ich noch für den Schutz des Portals verantwortlich war, wurden ständig Kolonien angegriffen. Wir haben die Kolonisten ausgebildet und sie haben angefangen, sich zu wehren. Damit hatten die Piraten nicht gerechnet. Die Angara wissen bereits, wie man kämpft. Aber der Archon hat eine ganze Armee, die seinen Wahnsinn unterstützt. In diesem Fall sind wir die neue Variable. Er kann nicht vorhersehen, was wir tun werden. Ja, das ist ein Vorteil, solange wir ihn richtig ausspielen. Denken Sie weiter darüber nach, wie Sie vorgehen wollen. Wir kriegen nur eine echte Chance, oder? Yep. Wenn wir zuschlagen, müssen wir sicher gehen, dass er nie wieder aufsteht. Okay. Dann haben wir hier noch mehrere Leute normal. Jetzt können wir nochmal wieder mit jedem reden. Verdammt ruhig hier. Ich freue mich wirklich darauf, diesen Kerlen die Zähne einzuschlagen. Bringen Sie uns hin, dann kriegen Sie einen Platz in der Warteschlange. Okay. Hey, Landekapseln. Dann haben wir hier Vetra, oder? Bilder der Aufstiegskammer? Ja, die Cat benutzen medizinische Ausrüstung der Angara. Das könnte vielleicht eine Spur sein. Ich will diesen Cat-Bastarden voraus sein, falls ihnen Cid je in die Hände fallen sollte. Naja, stellen Sie sich vor, es wäre Sarah. Sarah ist alt genug, um auf sich selbst aufzupassen. Ich habe immer noch das Gefühl, für meine Schwester verantwortlich zu sein. Ich bin alles, was sie hat. Cid war noch so jung, als uns unser Vater verlassen hat, und ich war, naja, so alt wie sie jetzt ist. Sie haben ihre Schwester ganz allein großgezogen? Das war bestimmt nicht leicht. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe ewig darauf gewartet, dass unser Vater wieder nach Hause kommt. Aber vergeblich.
Er hatte sich auf einige üble Sachen eingelassen, auf üble Leute. Letzten Endes hat es ihn dann eingeholt. Er konnte nirgendwohin fliehen. Für ihn gab es keine andere Galaxie. Sind Sie deshalb hergekommen? Wenn man jung und dumm ist, trifft man falsche Entscheidungen. Verärgert die falschen Leute. Und so etwas holt einen immer wieder ein. Und auch diejenigen, die einem am Herzen liegen. Ich will nicht eines Tages nicht mehr nach Hause kommen. Ach, kommen Sie schon. Sie sind stark und Sie sind clever. Es müsste schon einiges geschehen, damit Sie nicht mehr nach Hause kommen. Stark und clever reicht aber nicht immer. Irgendwann verlässt einen das Glück. Ich aber nicht. Oh. Ich habe ein gutes Gefühl, was Sie betrifft, Ryder. Solltest du nicht. Aber gut, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht haben meine Leute ja irgendwas gehört. Plaudern wir später weiter? Oh, und sie rennt gleich weg. Oh, hey. Da werden Herzen gebrochen. Überhaupt Liams Herz. Liam? Was ist das für eine Liegestütze? Sie trainieren ziemlich hart. Das mache ich schon immer. Oh, yeah. Schon seit ich noch ein kleiner Klugscheißer war. Arsch runter, Klugscheißer. Ich war ziemlich oft wütend. Das ist einer der Nebeneffekte, wenn einem nicht alles am Arsch vorbeigeht. Ja, wenn man 100 Liegestütze schaffen will, dann leidet halt die Technik. Sie wirken gestresst. Ich will Ihnen nicht auch noch auf die Nerven gehen. Nein, warten Sie. Es ist nur... Wann wird Helios klar, was getan werden muss? Die Cat rauben den Leuten, was sie sind. Der Angriff auf diese Einrichtung auf Vault hätte uns zusammenschweißen müssen. Also habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen und wirklich etwas in Gang zu setzen. Die Kluft zu überbrücken. So wie mit Jol. Aber ich kriege überall nur Absagen. Die Nexus, Aya. Von allen höre ich immer nur, wir können mit Fremden keine Risiken eingehen. Ich bin doch nicht hierher gekommen, damit alle verfluchte Fremde sind. Was erwarten Sie denn? Ich bin nicht mal der Pathfinder aller Spezies aus der Milchstraße. Und schon gar nicht der Angara. Vielleicht nicht offiziell, aber im Grunde doch schon. Es lässt sich schwer übersehen, wie viel wir getan haben und was noch getan werden muss. Ich wollte das hier. Das Neue. Aber irgendwann muss es auch mal normal werden. Ich brauche etwas Vertrautes. Darf ich Ihnen was zeigen? Haben Sie etwas mitgenommen aus der Milchstraße? Meine Schwester und die ist im Koma. Also nein. Controller, lass mich was drücken. Nur die Kleidung, die ich anhatte. Ich wollte einen klaren Schnitt. Ich auch, mehr oder weniger. Aber ich habe etwas arrangiert. Es ist ein echter Benzinfresser aus dem 20. Jahrhundert. Britisch, als das noch von Belang war. Meine Familie hat daran gearbeitet, an den Wochenenden. Auch wenn es sowas im Weltall nicht gibt. Wollen Sie wissen, was wir gemacht haben? Ein paar meiner Freunde von Hassel haben uns geholfen. Sie haben sich für uns einen Transporter ausgeborgt. Dann haben mein Vater, meine Mutter und ich unser Auto in den Transporter geladen und in Richtung Andromeda geschickt. Das ist eine nette Geste, aber Sie wissen schon, dass Sie Ihr Auto nie wiedersehen werden, oder? Ach, mit Standardlichtgeschwindigkeit ist es in ein paar Millionen Jahren hier. Das Entscheidende ist, es ist auf dem Weg hierher und wird es immer sein. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir tun eben, was wir tun. Es muss nicht immer einen Sinn ergeben. Ich werde es vermutlich vermasseln, Pathfinder. Willkommen im Club. Im Grunde haben wir es doch alle schon vor 600 Jahren vermasselt. Wohl wahr. Das hier wird unser Zuhause sein. Das muss es einfach. Ich lasse nicht zu, dass es schief geht, nur weil wir Fremde sind. Okay. Na dann, weiter an deinen Liegestütz arbeiten. Irgendwann zeige ich dir, wie sie richtig gehen, Liam. Liegestütze. Und im Untergeschoss sind wir fertig. Leiter rauf diesmal. Besseres Training als Elevator. Verdammt, bist du wieder ruhig gespielt. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Ja, danke.
Würde es Ihnen was ausmachen, einen kleinen Umweg zu fliegen und mich wieder in der Milchstraße abzusetzen? Wieso? Was ist das Problem? Ach, nur so eine Kleinigkeit, von der ich gehört habe. Man nennt sie den Aufstieg. Ich melde dich freiwillig an. Ja, er ist definitiv eine unangenehme Überraschung. Und macht die Cat sogar noch furchteinflößender, als sie ohnehin schon sind. Ab sofort esse ich mehr Proteine und schlafe auch mal aus. Wir werden unsere ganze Kraft brauchen, um diesen Scheiß durchzustehen. Nur nicht deiner. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Vergiss nicht die Vitamine, Gil. Vitamine sind auch wichtig. Nicht nur Proteine. Ich weiß gar nicht, was wir da als Essen haben. Oh. Ohoho. Ich verstehe, was Sie meinen. Die Cat nehmen sich die Gene anderer Spezies, Asari nehmen sich die Merkmale anderer Spezies. Phoebe, das soll doch nicht etwa heißen, dass wir uns einig sind. Ich hab's mir anders überlegt. Es besteht nicht die geringste Ähnlichkeit. Ah, du zuerst. Ich gehe gerade die Daten aus der Cat-Einrichtung durch. Ihre Gentechnologie ist fortschrittlicher als alles, was ich je gesehen habe. Um ehrlich zu sein, sind sie uns in dieser Hinsicht Lichtjahre voraus. Ich sehe, dass Baby eifersüchtig im Hintergrund mich anschaut. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Also reden wir doch lieber mit Baby. Hey, yo. Was leckt? Ryder, dieser Aufstieg. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir gegen Angara kämpfen würden. Sie sind keine Angara mehr. Die Cat verwandeln sie in etwas anderes. Und das ist das eigentlich Schreckliche. Was auch immer der Archon vorhat, wir müssen ihn aufhalten. Je mehr wir herausfinden, desto klarer wird mir, wie viel größer als ich das alles ist. Das macht einen demütig. Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Zu Hause gehörte sie als Botschafterin zur Oberschicht. Sie wurde respektiert und hatte alles, war aber unglücklich. Sie meinte, sie wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Aufgrund ihrer Stellung wollte die Initiative sie als Erstkontaktspezialistin. Sie gehörte zu den Ersten, die aus der Stase geholt wurden. Kalinda war auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Und dafür bin ich ihr immer noch dankbar. Allerdings ist dann ziemlich schnell alles in die Brüche gegangen. Sie hat mich verletzt. Richtig verletzt. Was ist passiert? Ach, vergessen wir die traurigen Geschichten. Das ist alles Schnee von gestern. Ich muss zugeben, als Sie mich in Ihre Unterkunft eingeladen haben, dachte ich, Sie würden mich wegen etwas anderem dorthin locken. Dachten Sie das oder haben Sie es gehofft? Vermutlich eher gehofft. Nun, mit dieser Hoffnung waren Sie nicht allein. Wer weiß, was passiert wäre, wenn uns Kalinda nicht gestört hätte. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Verdammte Kalinda. Wahrscheinlich hatten wir einen Roboter rumgebaut und ihn der angeschaut. Sie unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Cat nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Für die Aufgestiegenen ist es zu spät. Unsere Gefühle dürfen uns nicht im Weg stehen. Und genau das macht mich so wütend. Die Aufgestiegenen sind keine Überläufer. Sie sind Cat. Das macht ihnen wirklich zu schaffen. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Cat verfolgen wollen. Ich habe mit Drag gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten. Militärische Berater der Angara hinzuziehen. Den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, Ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Wir schaffen das schon. Wir stehen Seite an Seite, Schulter an Schulter. Oder wie auch immer Sie möchten. Sie lassen sich nie entmutigen, oder? Sie rappeln sich immer wieder auf und lächeln dabei. Als wüssten Sie, dass ich genau das brauche. Ich bin ziemlich clever. Vielleicht habe ich herausgefunden, was sie glücklich macht. Und süß sind sie auch noch. Was soll ein Mädchen da machen? Wieso kann nicht alles so unkompliziert sein? Nizira, ihr Vater,
Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. Thema Wechsel. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Ja. Panischer Themawechsel. Wir stehen vor Herausforderungen, auf die wir uns niemals hätten vorbereiten können. Aber wir können uns zumindest auf den Kampf gegen die Cat vorbereiten. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Ryder? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht gesucht hatten, waren uns eine große Hilfe. Jetzt müssen wir das Forschungsschiff finden, von dem Sie gesprochen haben. Das war wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Wo auch sonst? Es war Fold. Ich weiß. Gibt es hier oben noch was zu tun, bevor wir die Episode beenden? Was bist du? Nein, nichts. Es leckt extrem stark. Wow! Das mochte das Spiel überhaupt nicht. Ein bisschen noch Aussicht genießen. Aber mit meinem Piloten kann ich noch reden. Wozu, wie rede ich nicht? Nee, es werden nur religiöse Gespräche. Beruhigen Sie sich, Callow. Aha. Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein. Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Callow. Callow ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von EOS erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenposten Brodromos wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin? Nee. Gibt es einen Grund zur Eile? Naja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und Sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir können dort noch mehr entdecken? Ja, aber die Cat-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Nein. Das wäre fast wie ein Urlaub. Nein. Ja, fast. Okay, vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind bei uns, geben Sie einfach Bescheid. Nein. Nein. Ich war schon oft genug auf EOS jetzt. Ich weiß, dass ich die Moscha-Mission vorher machen hätte sollen. Okay. Wow, fetter Leck. Dann gucken wir nochmal hier. Hey, Pork. Alles klar, Bro. Okay. Das war's. Episode vorbei. Peace out.